Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde XCOM 2. Ja, wir sind mitten in einem Auftrag immer noch. Wir müssen diese Geheimeinrichtung untersuchen und da müssen wir eine Fiole stehlen. Und es sieht gerade ziemlich gut aus. Wir haben in der letzten Runde ein paar Aliens vernichtet. Und deshalb hoffe ich jetzt mal, dass wir jetzt eigentlich ohne Sorgen weiter vorgehen können. Bestätigt, Überwachung läuft. Weil ich mir aber sicher bin, dass Mir entgeht nichts. irgendwas da noch auf uns wartet. Irgend so ein Boss oder sowas. Kein Boss, sondern Okay, bin irgendein unterwegs. Oberaufseher. Und ab geht's. Aber wir haben die Runde gerade mit viel, viel Glück sehr gut überstanden. Habe ich in diese grüne Brühe rein da? Oh, den stellen wir mal auf Distanzschutz. Also wenn da irgendwelche Aliens wären, müssten wir die ja auf jeden Fall jetzt schon sehen, ne? Wird erledigt. Menace 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Advent Bodentruppen. Oh. Da kommt was rein. %, wollen wir es versuchen? Ja, scheiß drauf. Yeah. Erledigt. Munition ist knapp. Bin unterwegs. Wir schicken den mal an Hilfsprotokoll rüber. Da war es ganz praktisch mit Abby Green. Ich denke mal, der wird angegriffen. Vierunddreißig und 24. Ja, komm. Oh, nice. Dann ist noch der Fette da. Okay, einen habe ich erwischt. Was macht der Fette? Der stellt sich da raus im Feuerschutzmodus? Kann der sich da rausstellen wie im Feuerschutzmodus? Bin unterwegs. Weißt du was? Bin dabei. Was der kann, kann ich schon lange. Ich stelle meine Leute auch in den Feuerschutzmodus. Zeigt euch!
Und Feuerschutz aktiv. Und du gehst auch in den Feuerschutzmodus. Und du auch. Lass dich mal sehen, was er macht. Nummer 1. Nummer 2. Daneben. Daneben. Schrott. Überprüfe Visier. %29. Ja, fuck. Naja, es wäre jetzt echt ein Luckshot gewesen. Nicht mal knapp. Granate unterwegs. Wir reißen einfach die halbe Fabrik ein. Nein. Der muss nachladen. Oh no. Es kann losgehen. Schießt er daneben? Das gibt's ja nicht, ey. Daneben. Schon unterwegs. Und noch sagen. Wo muss das sein? Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Ja, geh mal nachladen. Holen wir sie uns. Okay, bin unterwegs. Bin dabei. So, jetzt haben wir unsere Fione. Der Doc wird das sicher das sehen wollen. Das Verbrennen wird wohl kaum Wasser sein. Schön, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität, keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Sie kommen mit Verstärkung. Schon unterwegs. Okay. Bestätigt, drücke aus. Dann legen wir uns doch mal in den Feuerschutz. Ich muss zugeben, ich habe nicht mit gerechnet, dass jetzt nochmal welche ankommen. Scannegebiet. So als etwas leichtsinnig von mir. Was kommt da an? Naja, nur so ein kleiner Trupp. Ich sehe Edwin-Truppen. Oh, daneben. Daneben? Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ja, ja, das behauptet ihr immer.
du noch mehr? Rücke zur Zielposition vor. %48, naja. Sind nicht gerade besser geworden. Das ist nicht gut. Brauche Munition. Bin schon unterwegs. Komm, bei 52% musst du was treffen. %54. Ah, wenigstens sowas. Genau nach Plan. Komm, den machen wir mit der Pistole fertig. Na. Ach ja, wäre ja zu schön gewesen. Komm, gib auf, du hast eh keine Chance. Schön, stell dich in den Feuerschutz, das gefällt mir. Gut. Laden wir noch mal nach. Waffe geladen. Schon unterwegs. Raus mit dir. Genau rechtzeitig. Oh ne, oder? Kommen alle in die Evakuierungszone rein? Ja, ja. Bitte. Kommt nicht rein. Kommt nicht in die Evakuierungszone rein. Puh. Jawohl. Na gut, hätte ich jetzt nicht alle evakuiert schon, hätte ich die Verstärkung sogar nochmal mitgenommen, gibt nochmal XP. Aber naja. Gehen wir. Avenger hier Firebrand, das Paket ist in Sicherheit. Ja, das ist nochmal normale Verstärkungstruppen. Die hätten wir sogar nochmal erledigen können. Ich gehe aber mal. Tschüss. Endlich.
überlebenden XCOM-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Mission erfüllt, Commander. Wir haben Advent dort getroffen, wo es weh tut. So, jetzt sollte die Bedrohung auch um 1 sinken. Weil ich habe ja ein bisschen Probleme mit dem Kampagnenziel. Dass das bei mir schon ziemlich stark gewachsen ist. Und da mache ich mir echt Sorgen. Dass ich da ein bisschen zu defensiv unterwegs bin. Aber ja, wird schon schief gehen, wie man so schön sagt. Ich dürfte zumindest einige Beförderungen auch hageln. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ja, ich bräuchte dringend Ressourcen für meine Waffen. Ich kann die Magnetwaffen ja jetzt kaufen. Alle schwer verwundet. Super. Oh. Okay. Auf jeden Fall tot von oben. Mit den Zerfetzen von Rüstung. Ich glaube, das ist später ganz wichtig. Und das ist auf jeden Fall Mediprotokoll. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der geheimen Einrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtete. Aber da Fortschritt um 1 reduzieren. Wir haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Okay. So, jetzt kann ich ja eigentlich mal... Hey, Commander. Beim Heckaufzug soll etwas knirschen. Ich hoffe, das ist keine Metallermüdung. So. Da läuft der Schädelstecker ja noch. Der Einsatz zur Zerstörung der Alien-Geheimeinrichtung ist sehr löblich. Aber das Schlimmste steht uns erst noch bevor, Commander. Wir müssen wachsam bleiben. So. Avenger berechnet neuen Kurs. Was ist das überhaupt, Wartungshunker? Ist eigentlich mal
Oh Mann, Mann, Mann. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Kremlin Mark II zur fertigen Verfügung. Mechanischen Einheiten zur Friedenswahrung ein. Soweit ich weiß, sind sie vollautomatisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Gauschwaffen. Oh, machen wir das jetzt? Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Fortschritt 2 Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Rekrutiere neues Personal im Widerstands-HQ. Was haben wir denn hier? Die Aliens verbessern ihre Routine zur Bekämpfung von Bedrohung und garantieren so monatelang Verstärkungen. Wow, das muss ich auf jeden Fall unterbinden. Großer Durchbruch. Das muss auf jeden Fall unterbrochen werden. 2 Blöcke hinzu. Oh. Strategische Ressource gefunden. Setze Kurs auf Sektor 13, Südafrika. Willkommen, Commander. Ingenieur. Toll. Brauchen auf jeden Fall Vorräte erstmal. Schädelauswertung. Okay, jetzt haben wir so einen Schädelstecker. Und jetzt können wir auf jeden Fall auch mal Waffen herstellen. Aber die Herstellung von Waffen verschieben wir kurz auf die nächste Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich über euer Feedback sehr freuen. Gebt mir Verbesserungsvorschläge, wie ich was verbessern kann. Sagt was zu meiner Stimme und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Blugrom.